Fünf Schritte Metta Tonglen Meditation. Erst einmal Motivation entwickeln, sich fragen, um wen oder was geht es mir heute Morgen. Dann eine Achtsamkeitsphase üben auf den Körper und die Atmung. Offenheit, Präsenz entfalten. Dann üben wir etwas Metta, Bodhicitta zu entfalten. Und zum Schluss, in der letzten Viertelstunde, üben wir etwas Tonglen. Wir erkennen die Kostbarkeit dieser Meditationssitzung. Jetzt haben wir die Gelegenheit, unsere Achtsamkeit wachzurufen, um wache Präsenz, Metta, Herzenswärme und Mitgefühl mit der Tonglen-Meditation zu kultivieren. Dabei wollen wir so geistesgegenwärtig wie nur möglich sein, um hier und jetzt eine wache und freundliche Präsenz zu kultivieren, die es uns ermöglicht, mit uns und anderen achtsamer und mitfühlender sein zu können. Diese Meditationszeit ist die Gelegenheit, den eigenen Geist zu klären und ihn von gewohnheitsmäßigen Tendenzen und festgehaltenen Vorstellungen zu reinigen. Durch das Hervorbringen einer gelassenen und ruhigen Präsenz, der Bereitschaft, Leidvolles in uns und bei anderen wahrzunehmen, zu besänftigen, anzuerkennen und die Kräfte der Herzenswärme und des Mitgefühls zu wecken, möge sich der Nutzen dieser Übung entfalten. Während der folgenden kurzen Rezitation einer buddhistischen Zufluchtnahmeformel können wir um geistige Unterstützung für unsere eigene Praxis bitten, um Schutz. Man nennt das eben Zuflucht nehmen, sich unter den Schutz stellen. Bis zum Erwachen nehme ich Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha durch die Praxis von Großzügigkeit und der anderen Paramita, möge ich zum Wohl aller Lebewesen das Erwachen finden. Ja, nun nehmen wir uns ein paar Momente Zeit, mal in uns hineinzufragen, wie ist denn jetzt wirklich meine Motivation an diesem Morgen, am Beginn dieser Sitzung? Was scheint wichtig? Was bedarf meiner Achtsamkeit, einer gesteigerten Freundlichkeit und Liebe? Was leidet und braucht deshalb Mitgefühl? Wer leidet und braucht Mitgefühl? Selbstfürsorge zu üben, Selbstmitgefühl zu üben, wäre völlig legitim. Aber wenn uns jemand oder mehrere andere in den Sinn kommen und wir hätten den Eindruck, es wäre vielleicht sogar wichtiger, unsere Motivation auf andere auszurichten, dann dürfen wir diese Stimmen auch ernst nehmen in uns.
Wir sind noch in der Motivationsentwicklung. Jetzt hören wir einen Gong und dann beginnt die Achtsamkeits- und wache Präsenzphase der Meditation. Egal, worum es uns in dieser Sitzung dann in ein paar Minuten gehen wird, jetzt sitzen wir erst einmal in Meditationshaltung, so gut es uns möglich ist. Verankern wir den Körper nach unten hin, sitzen fest im Sattel auf unserem Meditationsplatz. Lassen das Pferd unserer galoppierenden Gedanken und Tagträume etwas zur Ruhe kommen. Aufgerichtet und zugleich sehr entspannt. Die Achtsamkeit ist da, ist angekommen, wenn wir auch entspannen. Erst entwickeln wir eine Art Energie der Achtsamkeit und dann auch eine Gelöstheit, sodass wir uns des Körpers, wie er hier sitzt, gewahr sind, der Atmung, wie sie sich in diesem Körper bewegt. Und wenn wir in diese Körper- und Atemwahrnehmung hinein entspannen können, dann ist die Achtsamkeit da. Ist eine kleine Bemühung und dann die Bemühung entlassen. Dann kommt die Achtsamkeit an, im Körper, mit dem Atem. Und es könnte sein, dass wir auch innerlich gegenwärtiger werden. Dieses galoppierende Pferd unserer Gedankengänge anhält zu laufen, zu rennen. Und beginnt stillzustehen.
Günstig für unsere folgende Metta- und Tonglen-Übung wäre es, wenn wir nun den Eindruck hätten, es würde sich eine Art natürlicher Raum eröffnen, in dem etwas Neues geschehen kann. Aber noch öffnet sich dieser Raum erst. Die traditionellen Unterweisungen zur Tonglen-Praxis empfehlen, dass bevor man nun Metta und Bodhicitta und Mitgefühl übt, man den Geist in einem sehr natürlichen Zustand belässt. Ruhe in der Natur des Gewahrseins, wenigstens für einige Momente, bevor du dich daran machst, heilsame Geisteshaltungen in dir entstehen zu lassen, besonders heilsam. Entwickle deine Qualitäten aus der Offenheit und Weite heraus. Als wir diesen Raum im Inneren nicht finden, öffnen wir ruhig mal weit die Augen und schauen in den Raum, der uns umgibt. Also nicht auf die Dinge, die wir sehen, sondern den Raum zwischen unseren, eigenen Augen und den Dingen. Oder wenn wir an einem Ort sitzen, wo wir sehr weit blicken können, schauen wir in die Weite. Ist ein Sinn von Raumhaftigkeit, Weite, Offenheit sich auch in unserem Gemüt ergibt. Es kann sein, dass wir mit geschlossenen Augen nur unsere inneren Filme sehen und sich der Raum nicht zeigt. Dann ist es fast besser, mal die Augen zumindest kurz, ein paar Momente, Minuten zu öffnen und da den Raum zu sehen und den dann geradezu in sich hineinzunehmen. Gar nicht mal so lang, denn was wir für die Metta, Bodhicitta und Mitgefühlsentfaltung benötigen, was zumindest günstig wäre, wäre ein Sinn von gesteigerter Wachheit und Präsenz. Ein Gefühl von ganz da und offen zu sein. Als wir noch müde sind, bemerken wir das und schauen mal, ob wir die Müdigkeit doch irgendwie auflösen können, dass sie sich von selber löst. Lösen kann.
Dann kommen wir jetzt zur Metta-Praxis. Herzenswärme entfalten mit geeigneten Mitteln. Lassen wir in diesem vielleicht doch etwas eröffneten Raum, bevor wir wieder in irgendwelche Gedankengänge, Tagträume verfallen, etwas entstehen, was uns hilft, Vertrauen zu haben, dass Metta, Freundlichkeit, Güte möglich ist, dass sie in uns vorhanden ist und entfaltet werden kann. Und ich möchte uns vorschlagen, dass wir den Herzraum hier im Bereich der Mitte der Brust als den Ort im eigenen Körper sehen, an dem Metta ihren Platz hat und ein bisschen unsere ganze Achtsamkeit jetzt in diesem Bereich zu sammeln. Wenden wir uns dem eigenen Herzen zu, also nicht so sehr dem organischen Herzen, sondern dem spirituellen Herzen oder wie wir es nennen würden. Man kann das regelrecht ein bisschen spüren, dass sich Achtsamkeit oder überhaupt Zuwendung im Herzbereich in der Mitte hier sammelt. Und wer mag, kann da auch mal für eine Weile eine Hand auflegen, die rechte oder die linke, oder sogar beide übereinander, das Herz berühren. Die Sprachen der Kulturen sind voll von Redewendungen und Begriffen, die das ja zum Ausdruck bringen. Es berührt mein Herz. Hand aufs Herz. Sodass sich hier wirklich ein bisschen unsere Energien sammeln können. Wir atmen gelassen und ruhig ein und aus. Könnten an dieser Stelle auch die Atembetrachtung noch etwas vertiefen, sodass wir wirklich ruhig und entspannt ein- und ausatmen, wie durch dieses Herz hindurch, da sind ja auch die Lungen ganz in der Nähe, das macht Sinn. Schaffen wir dem Herzen auch mehr Raum und belüften es. Und dann könnten wir in diesem Bereich uns etwas vorstellen, was uns als
Ursprungsort, als Quelle der Freundlichkeit und Güte von Metta intuitiv in den Sinn kommt. Oder vielleicht sind wir gewohnt, etwas im Herzbereich zu visualisieren. Etwas, was ausstrahlt, was warm ist, was leuchtet. Und das kann ein Symbol sein, und wenn es nur ein kleiner Punkt ist, der wie eine kleine Sonne funkelt, bis hin zu komplexeren Visualisationen von einer Wesenheit, einer Gestalt, die für uns so etwas wie der Inbegriff von Metta und da gibt es noch den Ausdruck Bodhicitta ist, Bodhigeist, Herzgeist des Erwachens und damit auch von Metta und Mitgefühl. Nutzen wir ruhig, was uns unsere Intuition oder unsere auch spirituelle Verbindung anbietet. Die Anleitung wird hier deshalb so formuliert, weil wir sicherlich, die wir hier an dieser Meditationssitzung teilnehmen, sehr unterschiedliche innere Motive haben können. Dann gehen wir dazu über, uns zu vergegenwärtigen, dass da nun etwas aus dem Herzbereich ausstrahlt. Zunächst den eigenen Körper und auch den geistigen Innenraum ausleuchtet und ausfüllt. Sodass wir uns wie eine Lampe, falls das ein passendes Motiv wäre, von innen heraus angefüllt sehen können mit Wärme und ja, Helligkeit, aber eben der Qualität von Freundlichkeit und Güte. Und wenn es um eigene, auch leidvolle, unangenehme, unerfreuliche Themen uns geht, dann dürfen wir uns vorstellen und uns sagen, dass diese nun alle mit Freundlichkeit und Liebe beleuchtet und bestrahlt werden von innen heraus. Und wenn es uns um andere geht, dann gehen wir bald dazu über, es so zu sehen, dass Wärme und Licht ausstrahlen, Metta sich ausdehnt über unseren eigenen Bedarf hinaus und zu anderen hin wirkt.
Und dann hören wir mal unserem inneren Herzen zu, ob es etwas sagen mag, ob es Wünsche artikulieren mag für sich selbst, für uns oder auch für andere. Dehnen sich diese Wünsche aus mit diesem ausstrahlenden Herzenswärmelicht, Metta-Licht und gelangen dorthin, wo sie ja, hinwirken möchten. Wir wissen, es gibt da so vorformulierte Metta-Wunschsätze. Oder wer es kennt, auch Mantras. Und vielleicht gibt es da einen dieser uns geläufigen Sätze oder eine Formulierung, eine Formel, die jetzt gerade zur Metta-Entfaltung passt. Und dann verbinden wir unseren Geist, unsere geistige Ausrichtung ganz mit diesem Wunsch oder diesem Mantra. So geben wir unserem Geist eine Richtung, die Richtung der Freundlichkeit, der Güte. Und andere Gedanken des Kleinmuts, der Egozentrik, der Angst, treten in den Hintergrund oder verschwinden ganz. Dann werden wir vielleicht noch etwas mutiger und gehen über Metta-Entfaltung hinaus und üben noch etwas Mitgefühl mit der Tonglen-Atmung, Tonglen-Herzatmung. Jetzt können wir uns dazu das Schlimme, das Schwierige, das Unerfreuliche, das Leiden, Dukkha, um das es uns gehen mag, bei uns selbst oder in Bezug auf andere, deutlicher vergegenwärtigen, es vielleicht benennen. Da haben wir uns vielleicht am Anfang der Sitzung schon etwas vorgenommen, in dieser Zeit mit Mitgefühl zu versorgen. Genau das dürfen wir jetzt geistig anschauen, mit all dem ausgestattet, was wir jetzt schon kultiviert haben, an Haltung, Präsenz, Offenheit, bewusstes Atmen. Metta, Herzenswärme, Bodhicitta, mit all dem ausgerüstet, schauen wir Leiden an. Leiden kann sehr extrem sein.
oder auch subtil. Aber es bedeutet die Abwesenheit von Glück, von Leichtigkeit, von Freude. Da ist etwas für mich oder andere wirklich Schwieriges. Wenn es allein gelassen wird, löst es sich vielleicht kaum auf. Es braucht Zuwendung. Und da schauen wir hin auf etwas, und richten unsere Atmung auch dorthin aus, als würden wir eine Atembrücke herstellen oder hinüber reichen, eine Atembrücke aufbauen zwischen unserem Metta-Herzen und dem, was da eben ist. Und jetzt atmen wir bewusst ein und aus, noch etwas bewusster vielleicht als zuvor. Der Atem ist das Medium für unsere Mitgefühlsübung, die Methode. Übe Tonglen heißt es, indem du auf dem Atem reitest. Motiv von Reiter und Pferd und so weiter hatten wir auch schon in dieser Sitzung. Die Achtsamkeit, die Metta-Herzenswärme reitet auf dem Atem, der sich zwischen unserem gütigen, freundlichen Herzbereich und dem, was wir da anschauen, als leidvoll hin und her bewegt. Mit dem jeweiligen Einatmen nehmen wir das Schwierige, das Schlimme, das Unerfreuliche, Unerwünschte an, atmen es geradezu ein in Richtung des leuchtenden, warmen Metta-Herzens, das dadurch angeregt wird, wirklich sein ganzes Potenzial zu entfalten. Und das atmen wir dann aus oder etwas davon. Man kann Tonglen auch ein bisschen dosiert üben. Jeweils etwas einatmen von dem Leiden. Metta Bodhicitta wird angeregt. Dann etwas und immer mehr davon ausatmen. Von Metta, Freundlichkeit, Wohlwollen. Und es mit dem Ausatmen dorthin gelangen lassen, wo es benötigt wird. Die Ausatmung wird zur Übung der Großzügigkeit, des Gebens. Es wäre wohl gut dazu, das Metta-Herz weiterhin zu visualisieren, als etwas Leuchtendes, Ausstrahlendes, auch mit Raum und Offenheit gepaart, aus dem Raum heraus. Sodass sich eine Art Verwandlung in diesem geistigen Raum ereignen kann. Aus dem wahrgenommenen, betrachteten, schwierigen, leidvollen kann mehr und mehr Metta, Bodhicitta und Mitgefühl gewonnen werden.
Dunkelheit oder Schwere wird Helligkeit und Leichtigkeit. Atmen wir ruhig und gelassen ein und aus, vielleicht durchaus etwas langsamer als sonst, aber ohne besondere Atemtechnik. Und so kann die Atmung die Bedeutung all dessen, was hier kultiviert wird, geübt wird, übernehmen und wir müssten gar nicht mehr so viel denken. Schauen wir mal, ob wir den Eindruck haben, auf diese Weise kann die innere Helligkeit, die Wärme, die Freundlichkeit, das Mitgefühl wirklich zunehmen. Und wir können jetzt auch dazu übergehen, aufzuhören damit, das Schwierige, das Leidvolle anzunehmen, einzuatmen. Und bleiben noch einige Ausatmungen im Aussenden. Dass wir vielleicht doch den Eindruck wirklich haben können, dass Metta, Bodhicitta, Mitgefühl dort ankommt, wo es benötigt wird. Und wir uns vornehmen können, nach der Meditation auf eine Weise zu handeln, mit unserem Körper, unserer Sprache und unserem Geist, dass wir zur Erfüllung dieser Praxis, zur Umsetzung, beitragen können. Wir kommen zum Ende unserer Meditationszeit und lösen alles, was wir hier in uns gesehen haben, entwickelt haben, geübt haben, auf. Lassen die Übung los, entspannen völlig. Vielleicht haben wir nach dem Abschluss unserer Sitzung noch Zeit, eine Weile einfach so in Stille dazusitzen. Das wäre vielleicht günstig. Ansonsten hören wir jetzt drei Töne der Klangschale. Und lesen oder hören dann eine abschließende Widmung mit guten Wünschen.
Wir widmen alle unsere Bemühungen, unsere Übung in Achtsamkeit, wacher Präsenz, Herzenswärme und Mitgefühl, dem Wohlergehen aller Lebewesen. Möge diese Praxis uns befähigen, für andere da zu sein, mit dem Herzen ganz anwesend zu sein und mit uns selbst und anderen Freundschaft schließen zu können. Mögen wir so unsere Verbundenheit mit allen Lebewesen erkennen, wertschätzen und zu einem Mitgefühl ausstrahlenden Wesen werden. Mögen wir dazu beitragen, die Unruhe, Nöte und Ängste, die geistigen und körperlichen Leiden, die wir selbst und andere erfahren, durch unsere Achtsamkeit und Anwesenheit zu lindern und zu überwinden.